Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim. In der letzten Folge sind wir hier in das Dorf gegangen, in das Dorf Dämmerstern. So, ich habe gerade das Mikrofon gehauen. Ins Dorf Dämmerstern. Haben da die Entwicklertruhe ausgenutzt und haben so jetzt ein bisschen mehr Geld. Und klatschen uns hier jetzt mal gerade so durch die Eisenader durch. Und gehen jetzt hier mal gerade runter. Ich bin zum Schürfen hier, das ist alles. Ach so, jetzt sind wir hier. Ja gut. Ich arbeite ja? In der Eisenbrechermine, seit ich ein kleiner Junge war. Ich nicht. Dämmerstern hat seine Probleme, aber solange das Erz gut ist, bleibe ich. Okay. Ist auch schon cool, dass die hier uns hier einfach so in die Mine reinlassen. Ihr braucht etwas? Ich stehe hier und baue ab und du fragst mich, ob ich irgendwas brauche. Vielleicht hältst du auch mal die Klappe, Frau. So. Gleich ist die Mine hier komplett leer. Wir haben alles komplett. Weißt du, wo die anderen da Tage und Wochen dran rumbrettern, dass sie das hier wegbekommen und alles? Kloppen wir einen Tag drauf rum und es ist fertig. So, wo geht die jetzt hin? Ihr braucht etwas? Nein, geh weiter. Wo gehst du jetzt hin? Wo gehst du jetzt hin? Boot. Oh. Nee. Klemm. Ihr braucht etwas? Geht's, Leute, verdammt. Hey, aufpassen. Mensch. Da ist hier noch irgendwo ein Weg, wo man durch kann. Nö. So, da ist sie. Und jetzt? Lydia, komm der Dame da mal aus dem Weg. Du bist auch strunzendösig. Lass das, wo es war. Nein! Komm her, noch eine Schaufel. Ich bin zum Schürfen hier, das ist alles. Ich soll dich nicht anbaggern. Wow, der war schlecht. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Oh, das geht auch. Dämmerstern hat seine Probleme, aber solange das Erz gut ist, bleibe ich. Gut, dann gehen wir da jetzt wieder raus. Und gucken, ob da vorne noch so ein Schmelztiegel ist. Ich glaube nämlich ja, dass ich glaube, da vorne war ein Schmelztiegel irgendwo. Ja, da ist er. So, da können wir jetzt nicht mal unsere Eisenbarren. Plop, 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 plop. Oh, Stahlbarren hätten wir auch machen können. Okay. Wie machen wir hier veredelt? Okay. Liegt hier sonst irgendwas an der Erzen? Hey! Hä? Muckst du auf? Diese Träume sind real, das sag ich euch. Ich hab eine Spitzhacke, also die Schnauze. Eine Spitzhacke des Todes, ja. Moin Rustlife. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will, dass du deine Scheißfresse hältst, weil du mir nämlich richtig auf den Sack gehst. So. Fell und dies und das und das und das und das und das und das und die behalten wir. Kommt wieder. Und jetzt haben wir, glaube ich, endlich mal alles verkauft, was wir machen wollten. Ich bin zwar nicht im Himmelsrand geboren, aber als ich in der Armee diente, wurde dieses Ganze. Oh, hier ist noch eine Mine. Wir werden diesen Hafen den kaiserlichen nicht. Quecksilber. Kriegen wir auch noch Erze raus? Hier wird nicht. Halt dein Maul. Ich verprügel hier, wen ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Es gibt jede Menge Eisen auszuwerfen. Das ist Quecksilber, du Vogel. Das Schürfen ist ein ehrbares Gewerbe. Und man braucht dazu keinen Meisterbrief. Ja. Ja? Willst du mich da bitte arbeiten lassen? Da
ist auch noch wer. Ich werde verrückt hier. Was soll denn das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe dich nicht mehr angeguckt, du Sau. Seid ihr zum Schürfen hier? Geht ja nicht. Meine Güte, verpiss dich. Dann wird ja wohl kommen den ganzen Tag da rumfuchteln jetzt hier, oder was? Es ist gleich 11 Uhr nachts. So. Geht doch. Lass mir das scheiß Quicksilber abbauen. Und du, Lydia, mach du auch mal was. Mach dich mal nützlich. Wir haben noch nichts bekommen. Okay. Das dauert ganz schön lange. Wenn wir innerhalb der nächsten Minute nichts bekommen, dann gehen wir aus dieser Mine wieder raus. Okay. Das wird so nichts. Nee, kein Bock. Da gucke ich lieber, ob hier überall auch was in der Höhle drin ist, was man brauchen kann. Aber wie läufst du denn, Kollege? Verstehe ich nicht. Gehe ich in die dritte Person, dann kann ich wieder vernünftig laufen. Nehmt euch bei der Frosthauchkrypta in Acht. Ich hörte das. Willst du mich verarschen, Kollege? Hast du ein Loch im Kopf? So, wo sollten wir eigentlich das letzte Mal noch hin? Nach? Nein, du sollst den entfernen. So, wir sollten nach Flusswald, ne? So, dann gehen wir da jetzt mal hin. Und ich lehne mich jetzt mal zurück. Weil ich sonst nämlich gleich Nackenstarre bekomme. Warum ist dann Pferd? Doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ist scheißegal, denn ich bin nämlich euer Obermotz. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Ach, jetzt geht's wieder. Ist ja schön. Moin. So, dann gehen wir mal wieder da hinten rein, ne? Wo war vor ein paar Folgen schon mal drin waren. Arcana Verzauberer. Entzaubern. Das. 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 Und die nicht. So, und jetzt würde ich ganz gerne verzaubern. Das? Nee, Moment. Ja, wir haben momentan keine Waffe, die. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft. Ich mache das hier schon sehr. Die Botschaft der. Ja. Ich kann euch bei. Ich würde eigentlich jetzt gerade nicht viel mit der reden, weil die mir auch ganz schön auf den Sack geht. Währenddessen trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Okay. Noch Fragen? Was? Einsamkeit? Ah, nee, da waren wir schon, okay. Ich merke ja nicht, Einsamkeit waren wir schon. Wir haben ja nichts. Wir haben gar nichts, wir können also auch nichts brauchen. Vorsichtig! Halt's Maul. So. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal zum Schmied gehen hier. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Was auch immer ihr braucht, ihr eine neue Klick. Werft einen Blick drauf. Ja, ich brauche heute ausnahmsweise mal wirklich eine Waffe. Den. Alter, der ist groß. Orkische Streitaxt. Das ist genau der Scheiß, den ich suche.
Orkische Streitaxt. Die nehmen wir. So, brauchen wir das noch? Schaden 30. Schaden 32. Warte mal. Auf Wiedersehen. Lydia. Bin immer noch da. Ich habe geschworen. Wie oft willst du mir das noch sagen? Ey, mach 36. 36 sind weniger als das andere. Eisen, wollt ihr euch schützen? Dann kannst du das Schwert haben, Mike. Lieber Kollege. Dann kannst du dieses Schwert haben. Ja. Lydia, geh mir einfach aus dem Weg. Meine Ohren. Ist mir egal. So, hier wieder runter. An den Arkan-Verzauberer. Gegenstand. Orkische Streitaxt. Und dann hätte ich ganz gerne... Jetzt müsste ich überlegen, nehme ich das jetzt? Wenn ich das mit einem Schlag töte, dann haben wir wieder einen Seelenstein. Wäre nicht beides in Ordnung. Oder ich nehme wieder Blitzschaden hier. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam ich glaube, wir nehmen das hier wieder. Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten, von Rorikstadt stammt. Frostschaden und hab so viel Magikerschaden. Ah, das. Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Warum kann der Kerl da oben nicht einfach mal die Fresse halten? Schnell lieber wie bis schließlich ermattet er liegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Ich bin gerade ziemlich verwirrt, was es hier angeht. Wir nehmen das mit dem mächtigen Seelenstein. So. Denn mit dem mächtigen Seelenstein haben wir jetzt die große Auswahl an Benutzung. Was braucht ihr? Irgendwann, ne? Verstanden. Fange ich nochmal an, hier Leute umzubringen, weil die mir auf den Sack geht. So, raus nach Himmelsrand. Wuff, wuff. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ach, Solitude. Einsamkeit. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Oft genug. Wir müssen da rein. Machen wir. Halt! Warum er gerade Halt gerufen hat. Zum Arbeiten bin ich zu alt. Zum Trinken aber doch lang nicht. Erfolgt ein zu viele Trinkspiele, zu viele Wetten. Und ich bin zu alt, um das Geld selbst aufzutreiben. Er ist ein sturer Ochse. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Welt. Ihr braucht etwas? Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Okay. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen.
Okay. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Der kriegt unseren Scheiß jetzt. Ich finde euch schon auf der Feier, keine Sorge. Das kriegt er. Und dann das. Okay, Questobjekt, scheinbar. Mhm. Das, das und das. Alter, mir ist viel Scheiße hier drin. So, sind wir ja praktisch nackt. Von daher suche ich jetzt nur noch irgendwen, der uns gerade die Sachen abkauft. Das wäre dann... Entschuldigung, Entschuldigung, so. 11 Stunden gerade warten. Na los, mal schneller, ich will die Folge nicht so lang machen, sonst dauert das wieder so ewig, bis ich die fertig kriege. Na los, 11 Uhr muss reichen. 11 Uhr reicht. Weil dann können wir hier mal gerade noch die ganzen... Hallo? Willst du mich verarschen? Da! Wirklich. Werft einen Blick darauf. So, Bekleidung. Das, 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 das. So, aber hier werden jetzt mir auch die ganzen Sachen los. Oh, nein. Nicht, wenn du so wenig Geld hast, Madame. Dann nicht. So, dann kriegt sie erstmal eine. So. Endlich. Und ja. Speichern. Kurz gucken, wie viel lange wir schon gespielt haben. Hallo? Verbrechen. Gesamtes Kopfgeld. 1000. Cool. Ja. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.